Hi, willkommen zurück zu A Plague's Tale. Ja. Letzten Part sind wir mit Hugo wieder in die Hände des Irren geraten. Dann ist die Szenerie wieder zurückgewechselt und what the fuck? Sollte der Penner mir nicht helfen, hier die Feuer zu entzünden? Das ist nämlich jetzt meine Aufgabe. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit den hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Was macht ein Roderick da hinten? Er versucht da irgendwas zu drehen. Das sollte passen. Du magst das Ignifer, oder? Ich habe eine Schwäche für Feuer. Tja, wenn du das sagst. So, mir reicht's. Alles in Ordnung, Roderick? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst... Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Roderick-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, probiert's mal aus. Schon dabei. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit bist. Hä? Hey, geht es dir gut? Ja. Warum? Das war ziemlich heftig. Die Fußtritte. Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt, da er... tot ist. Egal. Wie steht's mit dir? Oh, mir geht's gut. Mir fehlt der Knirps auch. Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Roderick, das ist sinnlos. Es ist schon einen Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Ach, sei still. Mr. Amicia, erlaub diesem verlorenen Briganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bad, du stinkst. Welch lieblicher Minnesänger ihr doch seid. So, und was genau soll ich jetzt hier tun? Die Feuer anzünden doch. Amicia, wir müssen die Feuerbecken fertig machen. Ja, ja, habe ich nicht vergessen. Ja, aber wo? Das Ding da oben konnte ich nicht anwählen. Das blinkt, aber ich kann das irgendwie nicht betätigen. Nee, kann ich nicht. Vielleicht das da hinten? Nee, auch nicht. Das da kann ich betätigen, okay. Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Welches? Ach, das. Kann ich runter? Nein, ich muss die Leiter benutzen. Warte, warte, warte. Wie komme ich da hin? Jetzt ist sie schon runtergeklettert. Da muss ich hin, oder? Im Ernst, hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz.
Ich stell mir nur vor, wie du eine Kuh schiebst. Ehrlich, das war unglaublich. Überall ran. Frag Amicia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Ah, ich kann das jetzt aufbessern. Das gefällt mir sehr gut. Das sieht schon viel besser aus. Oh, die Schleuder schießt jetzt lautlos. Das ist ja geil. Das heißt, ich kann die benutzen, ohne dass ich entdeckt werde. So, dann schieben wir mal das Ding dahin. Stimmt was nicht? Was ist jetzt los? Unmöglich. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das ist leichter gesagt als getan, würde ich mal behaupten. Das Feuerbecken ist an seinem Platz. Komm rüber! Was tun Sie da? Sie formieren sich neu. Sie wollen die Feuer löschen. Scheiße. Amicia, ich habe kein Ignifer mehr. Ich kann nichts mehr tun. Ich schaffe das. Das ist nicht das erste Mal. Okay. Muss mir kurz einen Überblick verschaffen. Was wollen die von mir? Also. Ich muss das Feuer hier unten bei der Leiter haben. Das steht fest. So, dann muss ich das Ding hier entzünden. So, die Viecher verschwinden. Dann kann ich hier runter. Verschwindet. What the fuck? Ich muss verhindern, dass sie das Feuer hier aufmachen. Wo muss ich denn lang? Amicia, geh zum brennenden Feuerbecken. Wo ist denn hier ein brennendes? So. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Scheiße, scheiße, scheiße! Nein! Komm weg zu euch! Ich bewege das andere zu dir! Beeil dich! Amicia, doch der Mann ist
Das Horn verschwindet! Hau ab! Ja, ja! Eins nach dem anderen! Eins nach dem anderen! Nein! Von wegen! Okay, hier kann ich hoch. Endlich! Herr im Himmel! Ich dachte schon, das war's! Ich dachte das auch! Ja, danke! Jetzt liegt es an dir! Das Feuerbecken auf deiner Seite! Ich bringe dich hin! Okay. Wie kommst du voran? Gut, lieber hier oben als da unten. Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so! Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen. Na, hör mal. Das sind Ratten, keine Engländer. Danke. Aber sie wissen, was sie tun. Das habe ich erst einmal gesehen. Zu Amicia, Hause, ich auf glaube, dem Land. Ich brauche deine... Scheiße, wir hätten doch abhauen sollen. Beweg deinen Arsch! Ach so, okay. Das war das. Ich kann mir vorstellen, dass der Space Papst von der Inquisition noch mehr! Sie haben es wirklich auf mich abgesehen! Ich glaub's nicht! Was passiert hier? Warum jetzt? Nochmal. Ja toll, ich hatte keine Munition mehr, um nochmal das aufzugreifen. Ich glaube ja, der Space Pirates hat ja gesagt, er und Yugo sind verbunden. Endlich. Herr im Himmel, ich dachte schon, das war's. Also gehe ich davon aus, danke, dass der Papst oder der Großinquisitor, wie der hier heißt, auch in der Lage ist, Ratten zu steuern. Und wie Amicia sagt, das sieht so aus, als ob die Viecher angreifen. Also, du lässt mich doch jetzt nicht hier zurück. Ich komme. Hatte ich nicht vor. Würde ich sagen, das ist ein Angriff der Inquisition. So. Jetzt stelle ich ganz viel her. Kann ich noch mehr herstellen? Ich habe keinen Bock, dass mir die Munition wieder ausgeht. Nicht daran hat das eben gelegen. Dass ich das nicht geschafft habe. Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen. Na, hör mal. Das sind Ratten, keine Engländer. Danke. Aber sie wissen, was sie tun. Das habe ich erst einmal gesehen. Amicia, Hause, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Scheiße, wir hätten doch abhauen sollen. So, sind hier noch irgendwo Türme? Nein, ich kann weiterschieben. Noch mehr! Sie haben es wirklich auf mich abgesehen! Ich glaub's nicht! Was passiert hier? Warum jetzt? Der erste. Der zweite. Der dritte. Kommen noch welche? Nein. Okay. Ich hoffe, ihnen geht's gut, wenn die Ratten reingekommen sind. Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Also wenn ich mir das so anschaue, kann ich das gut verstehen, dass du hier am liebsten weg wärst. Geht es euch gut? Nein. Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das?
hier lang. Schnell. Ich wusste es. Was zum Teufel? Geh. Tu, was getan werden muss. Was zum Teufel haben die mit ihnen gemacht? Nico. Los. Nico. Das war Nico. Was machst du an ganz der Tür? Sicher. Sie geht nicht nach. Was haben sie Aus mit ihm gemacht? Weg. Die Ratten. Er hat... Er kann sie kontrollieren. Ja. Mit der Makula. Bitte schön. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Ach so! Ich muss mit Hugo reden. Ich kann. Er macht doch mal nicht den Eindruck, als ob er reden kann. Er hat recht. Erstmal würde ich sagen, müssen wir hier weg. Geh durch! Nein, nein! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hugo! Hugo! Töte sie! Oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen. Hugo! Ich bin Amicia, deine Schwester! Töte sie, Kind! Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Hugo, nein! Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger. Hör nicht auf ihn, Hugo. Das ist kranker Scheiß. Genug. Ich verfüttere sie an deine Ratten. Fass ihn nicht an, Mistkerl. Mistkerl, er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Armen des Großinquisitors! Arthur, jetzt! Stirb! Ihr werdet in der Hölle sterben! Jawoll! Was mit Hugo? Amicia. Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo, ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal. Schon gut. Ich bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein, nein. Ich, Hugo, ich wollte... Ich beschütze. Ich bitte. Du hast gelogen. Nein. Die Schwelle. Du hast es geschafft. Nein. Was, der lebt noch? Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Töte Nikolaus, ja, und wie? Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen weg, Amicia. Das hat meine Klinge ist doch wahr. Wie ihr bald herausfinden werdet. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten.
Okay. Ich muss die Feuer hier löschen. Euer Vater hat sich nicht versteckt. Er hat mir die... Endlich. Und dann kann ich mich um Nikolas kümmern. Lass mich in Ruhe. Lass mich in... Oh oh. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Ich habe mir, glaube ich, zu lange Zeit gelassen. Das Problem ist, glaube ich, ich darf Hugo nicht nirgendwo lassen, weil sobald er Hugo entdeckt... Ich habe alle Zeit der Welt. Früher oder später werdet ihr erfrieren. Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir wissen, wir Wen müssen haben wir denn da? Meine Klinge ist noch warm. Wie ihr bald herausfindet. Sie sind hier, aber wo treibt Angst ihr euch um? Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Warum kann ich das nicht benutzen? Hier, geh dahin. Eure Herzen. Ich kann sie pochen hören. Voller Furcht. Das seid ihr ja. Oh oh, er hat mich gesehen. Nichts. Sie sind schnell. Ihr seid jung. Ich werde euch schnell töten. Diese Gnade gewähre ich nicht. Meine Geduld auf die Probe zu stellen, ist keine gute Strategie. Oh doch. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Doch kann ich. Wo ist er? Da hinten. Ich habe alle Zeit. Bleibt hier. Ich hatte keine Munition mehr, das war, glaube ich, das letzte Feuer. Ihr seid jung. Ich werde euch schnell töten. So. Diese Gnade gewähre ich nicht viel. Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinken sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Weiß er, wo ich bin? Ja, es wird nichts. Kann ich mir gleich sterben lassen. Sobald er mich entdeckt, bin ich geliefert. Meine Geduld auf die Probe zu stellen, ist keine gute Strategie. Endlich. Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Nein! Das seid ihr ja. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Okay, er hat mich aus den Augen verloren. Euer Vater hat sich nicht versteckt. Das ist mir doch scheißegal. Hauptsache, ich überlebe den Scheiß hier.
seid jung. Ich werde euch schnell töten. Diese Gnade gewähre ich nicht viel. So, ein Feuer noch. Ein verdammtes Feuer noch. So. Zack. Was? War das nicht das letzte? Da hinten ist noch eins. Oh, da ist er. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Ich kann es aber versuchen. Bleibt hier. Hä? Wo ist das letzte Feuer? Oh oh. Da ist er. Wo treibt ihr euch rum? Meine Geduld auf die Probe zu stellen, ist keine gute Strategie. Muss ich das auch löschen? Anscheinend. Wen haben wir denn da? Verschwinde. Ah, fast. Fast. Euer Vater hat sich nicht versteckt. Er hat mir in die Augen gesehen, als er starb. Das ist mir sowas von egal. Oh oh. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Ihr seid. Das seid ihr ja. Ich muss hier durch. Weg, 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 weg hier. Ich muss ihn loswerden. Ich hab mir eben auch die. Oh, scheiße, da ist er. Hier. Fast. Fast. Ah, da. So, wo ist er? Euch! Verrecke, du Bastard! Was? Gut. Ihr wollt also spielen. Dann spielen wir. Auf ja. Augenhöhe. Wir retten Amisa. Er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Wartet. Wo treibt ihr euch rum? Okay, er weiß nicht, wo ich bin. Sehr gut. Es ist nicht leicht, im Schatten des Trägers zu leben, oder, Amicia?
Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Wie kann er das tun? Er darf dich nicht sehen, Amicia. Du musst dich verstecken, Amicia. Nein! Ich dachte, ich könnte das Feuer löschen. Ich muss wahrscheinlich mit einem Rattenturm das Feuer löschen. Gut. Ihr wollt also spielen. Aber den Rest sehen wir uns dann im nächsten Part an. Bis dahin, ciao. Ja.